Hallihallo liebe Freunde, schön, dass ihr mit dabei seid hier bei Battlefield 4 Multiplayer, was denn auch sonst, ja? Wir zocken wieder Team Deathmatch. Und diesmal zocke ich aber mit einem Scharfschützengewehr. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung hier auf der Map. Weil es ja hier vielleicht doch nicht so groß ist, dass man mit Scharfschützengewehr was Gutes reißen kann. Ah, Mist. Knapp, knapp, knapp und trotzdem noch gestorben. Shit. Ich glaube, für die Map ist eine andere Waffe doch deutlich besser. Ich nehme mal lieber wieder eine andere Waffe. Ja, ich muss immer so ein bisschen testen. Natürlich ist es auch ein bisschen bedingt, wie man gerade Glück hat, ja. Ob man gerade gut abgeht auf der Map mit der Waffe oder halt nicht. Ist unterschiedlich. Ist wirklich unterschiedlich. So, hat mich vorhin ein Kollege getötet. Es könnte sein, dass der noch hier irgendwo rumrennt. Da müssen wir auf alle Fälle vorsichtig sein. Denn die sind ja alle hier ein bisschen hinterlistig, ja. Wollen einen in den Rücken schießen. Wie ich das jetzt bei dem Typen mache. Oh, da oben. Oh, fuck. Mann! Das gibt's doch nicht hier! Verdammter Scheiß, Alter. Dieses räudige Auflegen, ne? Das ist manchmal so behindert. Ist er noch da? Ist bestimmt runtergesprungen. Shit. Von wo hat er mich denn jetzt attackiert hier? Oh, jetzt kommt ein richtiger Sturm auf hier. Schade, Mann. Den wollte ich noch weghauen. Eigentlich hätte es ja auch ein Headshot sein müssen, ja? Ich konnte ja da jetzt gar nichts anderes sehen von dem als den Kopf. Aber es hat leider irgendwie nicht funktioniert mit dem Headshot. Gut, 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 gut. Nice, nice, nice. Und hier? Hier schleicht doch bestimmt jemand rum. Da oben war einer, den sehe ich jetzt aber nicht mehr. Also wir gehen mal da hinten hin. Da hinten ist, glaube ich, richtig was los. Auch eine richtig geile Waffe hier. Mit der Klasse spiele ich recht selten. Deswegen lege ich jetzt da mal ein paar mehr Runden mit ein. Die habe ich so gut wie noch gar nicht geskillt, ja. Deswegen also nicht wundern, wenn ich die vielleicht ein bisschen häufiger zock. Und ich muss jetzt sagen, im Nachhinein, ich habe die ja nicht oft gezockt, das ist eigentlich eine richtig geile Klasse, weil die schwere Maschinengewehre haben oder schwere Maschinenpistolen, ne? Also die haben schon coole Waffen, kann man schon richtig mit abgehen. Und vorher vielleicht gar nicht so drauf geachtet. Mann! Nice, 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 nice. Fuck, ich fühle mich hier oben überhaupt nicht sicher. Ja, jeder kann mich sehen. Eigentlich fühle ich mich nirgendwo sicher hier. Ich gehe mal lieber hier hinten. Hinter den Häusern lang. Ich glaube, da ist es ein bisschen cooler. Vielleicht können wir hier auch mal so ein bisschen rumrennen. Und die von der anderen Seite attackieren. Das sind unsere Jungs. Aber auch hier müssen wir aufpassen, denn da hinten spawnen die, glaube ich, immer irgendwo, ne? Das war ein bisschen zufallsbedingt. Kann es sein, dass da hinten jemand hockt? Nee, doch nicht. Komm, 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 komm. Rennen wir mal rum hier. Rennen wir mal rum und gucken, dass wir die von irgendwie von hinten erwischen. Natürlich muss gewährleistet sein, dass ich dafür nicht drauf gehe. Oh Mann, da steigt echt immer der Puls, Mann, wenn man hier so durchschleicht. In der Hoffnung, dass man was reißen kann. Aber höchstwahrscheinlich mich schon wieder 5 Leute gesehen haben. Wo sind denn die alle hin? Ich mache jetzt hier wieder die Riesenaktion, ja, und sterbe gleich. Ich hoffe zwar nicht, aber es könnte passieren. Gut, da sind jetzt ein paar gespawnt, das ist gut. Vielleicht haben wir jetzt auch mal die Seiten gewechselt, ja. Jetzt sind die auf der anderen Seite, wir sind hier. Steht da einer? Nein.
Oben ist eigentlich auch scheiße, Mann, weil die natürlich auch richtig gerne snipern hier. Es gibt immer auf jeder Map ein paar Sniper-Fuzis. Auf jeder Map. Oh, na shit, was ist denn hier los, Alter? Woo! Dass da keiner reinrennt, mache ich das Ding mal schnell unfähig. Oh nein! Nein! Total verfehlt, Mann. Aber so richtig, ey. Shit. Ja, schade. Ja, ab und zu passieren so kleine Schönheitsfehler. Verkackt man denn? Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder die Kehrwinde war, dass ich jetzt wieder gar nichts reiß. Dass jetzt der ganze Skill wieder abbricht hier. Ist wieder einer von uns. Nice. Was sind sie denn da hinten? Oh Mann, ich muss so aufpassen. Die können auch von hier kommen, ja? Überall können die sein. Oh, da oben. Shit! Fuck! Mist. Aber noch eine Killhilfe. Leider kein Hilfskill, sage ich mal. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Schade. Aber es geht weiter hier. Wieder auf der anderen Seite unterwegs. Da oben jemand? Nee, das ist bloß ein Bäumchen. Eine Palme. Oh Mann, da hinten. Hier an der Ecke ist echt immer sau viel los, ne? Hier an der Ecke ist immer das meiste los. Natürlich wäre nur eine Killhilfe. Alter, ich mache hier die geilsten Kills und krieg immer nur eine Killhilfe. Das ist doch räudig. Oh, Kollege, du tötest keinen mehr. Zumindest nicht in dieser Runde. Hier sind so viele Büsche, ja. Da kann man sich richtig geil verstecken. Das ist der Haken an der ganzen Sache hier. Dass es hier richtig viele Versteckmöglichkeiten gibt. Wenn man sich dann noch so ein bisschen dunkel, ein bisschen grün anzieht, ja. Kann schon mal sein, dass man die Gegner gerne mal übersieht. Oh nein. Ja, es ist gefährlich. Es ist wirklich gefährlich, hier offen rumzurennen, ja. Ich sag nicht, die Runde ist schon wieder vorbei. Das gibt's doch jetzt nicht. So schnell? Wir hatten doch eben gerade noch so wenig Punkte. Drei müssen wir noch erledigen. Over. Boah, die scheinen echt gut aufgeholt zu haben. Oder wir. Nur noch einer übrig, Leute. Eben gerade war das noch gar nicht so weit. Okay. Na ja, gut, kann man nichts dran machen. Und wir haben wieder mal gewonnen. Nice. Team Deathmatch. 100 Kills, 60... Ach so, 100 Kills, 60 Minuten, okay. 60 Minuten lang soll das gehen, da frage ich mich echt, wie wenig Leute da drauf spielen müssen. 4 Leute oder so? Keine Ahnung. Es muss auf jeden Fall enorm kurz sein. Was haben wir denn gemacht? Boah, Alter, nicht euer Ernst. Oder der vorletzte? Das gibt's doch nicht. Aber von den Kills her und wie oft ich gestorben bin, bin ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, da könnte man ja fast meinen, dass ich besser bin als der... Naja, der Dritte. Wir zocken diesmal mit der AN94, glaube ich, müsste das sein. Auch wieder eigentlich auf einer geilen Map, wo man auch richtig cool snipern kann, aber es ist ja nicht Eroberung, sondern Team Deathmatch. Da fällt die Map ein bisschen kleiner aus. Shit. Shit. Es geht schon scheiße los. Es geht schon scheiße los hier. Ich muss ein bisschen aufmerksamer sein. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Alles klar, alles klar. Okay, wir haben die Führung übernommen. Macht weiter Druck.
Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab echt immer ein bisschen Angst hier. Shit. Zieht schon jemand auf mich? Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich bin da schon auf dem Weg, Mann. Ich darf ja wohl mal ein bisschen Angst zeigen hier. Wir sind hier schließlich im Krieg. Kein Schimmer von wo die immer ballern hier. Hinter uns jetzt. Hier oben drauf wahrscheinlich. Oben auf dem Dach sind die auch immer. Oh Mann. Shit. Mit der M16A4. Auch eine coole Waffe. Also bisher habe ich hier noch gar nichts gerissen. Bisher habe ich hier noch gar nichts gerissen auf der Map. Gucken, ob wir von der Seite hier vielleicht ein bisschen was hinkriegen. Der ist schon down, der Typ. Hier war auch gerade irgendwo einer, aber den kriege ich jetzt auch nicht mehr. Mist, 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 die haben mich gesehen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht hier. Scheiße. Alter, ich reiß jetzt überhaupt nichts. Was ist denn schon wieder los? Also, jedes Mal, wenn ich mit Visier zock, kriege ich überhaupt nichts hin. Ja, also ich muss echt ohne Visier zocken, dass ich was reiß. Irgendwie, aber da zielt man natürlich nicht so geil. Oh, shit. Hab irgendwie jetzt das große Medikit ausgerüstet, wie ihr es mir befohlen habt, ja. Eigentlich auch nicht geil, was ich hier mache, weil da hinten sind gerade einige Gegner. Aber nur so habe ich vielleicht eine Chance, endlich mal jemanden zu töten hier, ey. Das habe ich ja bisher leider noch nicht hingekriegt. Warum auch immer. Ich will doch nur mal jemanden töten hier. Ich habe noch gar nichts gerissen. Ist auch echt selten, ey. Aber man sieht hier auch nichts, Mann, weil die scheiß Querstrebe vom Fenster dazwischen ist. Mann, das gibt's doch schon wieder nicht. Echt, ich muss eine andere Waffe nehmen. Ich glaube, mit der Waffe kannst du es vergessen. Es gibt so Waffen, mit denen reiße ich überhaupt nichts irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ne? Komm, versuchen wir es nochmal hier. Was nehmen wir denn für eine Waffe? Keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Nehmen wir mal die hier. AUG, A3, warum, was auch immer. Keine Ahnung, testen wir mal. Hinter mir, glaube ich. Oder doch nicht? Doch nicht. Alter, das Spiel ist gleich zu Ende und ich habe noch keinen gekillt. Ist doch auch nicht wahr, oder? Alter! Oh nein! Nein, jetzt töte ihn doch wenigstens jemand! Oh Mann, das ist doch nicht wahr, Leute, echt. Ah, das ist echt ärgerlich. Aber ich habe schon mehr geleistet in der ersten Runde mit der Waffe, als mit der anderen Waffe in was weiß ich wie viel Runden.
tatsächlich so, Mann. Du brauchst echt die richtige Waffe. Shit. Komm, Mann, heil dich. Oh, Mann. Es ist zu heftig hier. Es ist echt zu heftig, Mann. Überall kommen die Gegner angerannt. Wirklich überall. Du musst so auf der Hut sein hier. Eigentlich gar nicht großartig stehen bleiben. Immer durchrennen. Keine Pausen einlegen. Das ist höchst gefährlich hier in dem Spiel. Es sei denn, man hat eine richtig geile Position. Leider habe ich die meistens nicht. Zumindest nicht bei Team Deathmatch, ja. Da muss man ja eh immer so ein bisschen switchen. Da ist einer drinne. Da ist einer drinne irgendwo. Komm, 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 komm. Oh, shit! Alter, ich hab bloß noch gesehen, wie die Rakete angeflogen kam. Oh, kacke. Geil, geil. Aber das finde ich am Battlefield so geil, Mann, dass das Krieg ist einfach. Nicht, dass Krieg schön ist oder so, aber ihr kennt's ja, Mann, so Online-Spiele sind ja eigentlich immer nur geil, wenn sie wirklich... Ja, wenn halt actionreich ist, ne? Und so COD-mäßig, das COD mag zwar geil sein, aber das ist kein Krieg, das ist ausgedachter Müll einfach. Und so hier, wie das hier ist... Werde es halt auch im Echt nehmen, es ist halt wirklich realer. Es ist nicht euer Ernst, Leute. Ist nicht euer Ernst hier schon wieder, oder? Ja. Ja. Ach, Menno, ey. Also wirklich, die erste Runde, ihr wisst ja selber, die erste Runde vorhin in dem anderen Game, die war so geil. Und jetzt hier die, ja, schon wieder total verkackt. Mal so, ich weiß auch nicht, was los ist. Mal ist es richtig geil und mal ist man richtig schlecht. Ja. Alter, ich weiß auch nicht, wie schnell die immer rennen können. Ich habe mich gerade bloß umgedreht und wurde schon angegriffen. Jetzt ist die Runde gleich vorbei und du hast nichts gerissen, wirklich gar nichts, ja. Schon traurig. Ist schon traurig hier. Alter, ich habe gehört, das ist einer von den Gegnern. Mann! Oh, das gibt's doch nicht. Da steht jemand drinne, aber er tötet mich anstatt ihn. Ich verstehe es nicht. Naja. Jetzt ist die Runde vorbei, ey. Ich habe bestimmt jetzt, keine Ahnung, 1, 2 Kills und 10-mal gestorben oder irgendwie sowas habe ich, glaube ich. Boah, ich habe gedacht, ich krieg den noch. Doch, ich habe ihn, glaube ich, noch gekriegt. Echt cool. Ja, Leute, das war's wieder gewesen. Hier war jetzt vielleicht nicht so übertrieben geil, aber trotzdem Spaß gemacht. Man muss auch mal verlieren können, ne? Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen, für eure Treue zu meinen Battlefield-Videos. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder, ich muss mich leider korrigieren, das muss ich mir jetzt endlich mal umgewöhnen, ja? Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Letzter. Oh, es ist peinlich.